Moin moin Leute und willkommen zurück bei Zelda für den Game Boy Color bzw. für den Nintendo 3DS. Mir ist im Schnitt aufgefallen, dass wir hier an der Stelle mit den Frühlingsbananen für Benny noch diese recht offensichtliche Höhle vergessen haben zu erkunden. Keine Ahnung, vielleicht war ich da ein bisschen übermotiviert, so wie jetzt. Jedenfalls, hier scheint es noch was zu geben. Allerdings, ist das eine ziemlich gemeine Höhle, wie es ausschaut. Denn die Plattform bleibt irgendwie nie dann stehen, wenn sie das sollte. Sprich hier an den beiden Seiten. Ja, die stoppt nur am Anfang und... Ah, super, scheiß Fledermaus, ey, war noch die letzte. Am Anfang und in den Ecken. Mehr aber auch nicht. Sprich, hier müssen wir im richtigen Moment rennen oder springen. Und wir erhalten diesen Ring. Ich werde ihn auch gleich schätzen lassen. Damit wir wissen, ob sich der Aufwand gelohnt hat oder nicht. Boah, war das knapp. Ziemlich heftige Höhle, aber wir haben es geschafft. So, und jetzt erfahren wir mehr über den Ring. Schätzen kostet ja nach wie vor 20 Rubine. Und? Ist es das wert? Es ist ein Faktorring groß. Was heißt das denn? Gefundenes Erz verdoppelt sich. Ah! Hey, das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, denn ich habe auch noch was in Zaprosia vor. Könnte aber auch gut sein, dass wir als nächstes storytechnisch sowieso wieder nach Zaprosia gehen müssen. Weil, ja, ich habe schon das Gefühl, dass man jetzt die ganzen Jahreszeiten auspackt. Und es fehlt ja nur noch eine. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, welchen Ring ich ablege. Ja, komm, dann schmeiß ich mal den Moblin-Ring über Bord. Der ist ja eh nur just for fun. Der Mata-Ring ist dazu da, damit wir die Hexe häufiger treffen, weil da wollen wir ja jetzt ja auch langsam mal das Herzteil haben. Und da ist der Faktor-Ring groß. Nee, das Ding ist nämlich, ich habe ein paar Kommentare gelesen, wo halt einige Tipps drin standen. Und wir müssen unbedingt nach Zaprosia. Dort geht nämlich die Tauschquest weiter. Da ist eine Person, die diesen Kessel haben will. Und wir sollen auch nochmal beim Shop vorbeischauen, wurde mir gesagt. Außerdem habe ich den Hinweis erhalten, ich soll doch hin und wieder mal zum Marco-Baum gehen. Okay, dann mache ich das mal. Im Traum sah ich einen Brillensee. Ja gut. Wirklich neue Info war das jetzt nicht. Aber ist das hier nicht ein Eingang? Ja, tatsächlich. Okay, da waren wir noch nie drin. Was geht denn hier ab? Hä? Willkommen, Dummy. Ich bin Farore, das Orakel der Geheimnisse. Du befindest dich in der Halle der Geheimnisse. Hier nehmen deine Geheimnisse Gestalt an. Zu bestimmten Zeiten wirst du an bestimmten Orten bedeutende Geheimnisse erfahren. Danach solltest du mich hier besuchen. Ich verleihe den Geheimnissen ihre Bedeutung. Was, wie, wo? Jedenfalls, Farore ist neben Dean eine weitere Göttin. Haben wir schon Geheimnisse gefunden? Nö, irgendwie nicht. Was meint sie denn? Was ist das denn hier? Und da geht's sogar noch rauf. Okay. Was? Feen! Cool, Mann. Also, wenn wir uns mal zurückziehen müssen, dann ist das hier auch nicht der verkehrteste Ort. Aber ich weiß nicht, gibt's hier vielleicht noch irgendein Secret? Könnte es mir gut vorstellen, ne? Hier vielleicht graben oder so? Ach, geht nicht. Na. Ja, okay. Okay. Dann halt nicht. Trotzdem interessanter Ort. Das mit den Geheimnissen verwirrt mich zwar jetzt ein bisschen, aber früher oder später werden wir auch da hinterkommen. Und jetzt sehen wir uns gleich beim Brillensee. Oder auf dem Weg dorthin. So, hier ungefähr haben wir in der letzten Folge unseren Part beendet. Mir fällt da aber noch etwas ein. Es hat nämlich noch jemand geschrieben, ich solle mich hier beim ersten Dungeon nochmal umgucken. Vermutlich meint er dieses Wassergebiet hier. Ja, das habe ich in der Tat schon vergessen. Oh, Vorsicht, böser Sora. Also irgendwas muss hier auch noch sein. Aber vielleicht ja nicht während dieser Jahreszeit, sondern während einer anderen. Wir können das Wasser ja auch ablassen, sozusagen. Spindelsumpf-Abkürzung. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier unsere Zeit verschwenden. Nein, tun wir nicht. Da ist auf jeden Fall eine Höhle, die wir noch nie begutachtet haben.
Na, dann sehen wir da nochmal rein. Da liegt nämlich eine Truhe auf dem Präsentierteller. Mit einem weiteren Ring. Alles klar. Sehr schön. Dann gönnen wir uns das doch mal. Und können im Prinzip jetzt eigentlich die gesamten Wassergebiete erkunden, oder? Ach du Scheiße. Das überfordert mich jetzt allerdings ein bisschen. Waren wir da schon mal drin? In der Höhle? Ah, doch, den Ort kennen wir doch. Hier war auch dieses Herzteil. Ich weiß nach wie vor nicht, wie man da rankommen soll. Aber auch das könnte eventuell mit einer anderen Jahreszeit zusammenhängen. Warte mal, es war doch irgendwo hier in der Nähe ein Baumstumpf, ne? Ich würde einfach vorschlagen, wir investieren jetzt mal die Zeit kurz und probieren ein bisschen was aus. Was hatte ich denn zu dem Zeitpunkt? Den Sommer hatte ich eigentlich schon. Der ist auch, glaube ich, gerade aktiv. Also der Sommer kann es schon mal nicht sein. Oder ist gerade Frühling aktiv? Warte mal. Winter? Das haben wir aber schon ausprobiert. Da hat sich nichts getan. Jetzt ist Frühling. Und Sommer. Nee, ich glaube, gerade war Frühling aktiv. Ja, ja, doch. Sieht man schon alleine an der Farbe. Jetzt ist alles ein bisschen knalliger. Also wir gucken einfach mal, ob sich da was im Sommer getan hat. Und vielleicht hat auch das Wasser andernorts etwas abgenommen. Boah, was soll denn das? Wir haben uns gerade geheilt, ne? Und jetzt bin ich schon wieder halb tot. Ich glaube, dieser Orden... Ja, hier komme ich schon mal nicht rein. Dieser Orden, der vor... Ja, das geht nicht. Nee. Dieser Orden, der mich schützt vor dem Sora-Feuer, der ist echt nicht verkehrt. Gut, dann lassen wir das mit dem Herzteil erstmal sein. Vielleicht ist es ja im Herbst machbar, weil ich glaube, das ist der letzte, den wir noch brauchen. Genau, und hier waren wir auch noch nicht drin. Was ist das? Ein alter Mann. Erde, Zeit, Sonne, Regen, Wärme. Ich erwarte jemanden, der viele Essenzen kennt. Alles klar, außerdem sollte man wohl vorbeigehen, wenn man alle Essenzen hat. Aber das dauert noch ein bisschen. Aktuell haben wir 4 von 8. Ne, also noch einiges zu tun auf jeden Fall. Hier drüben ist wohl irgendwo ein Gascha-Feld. Das ist schön und gut. Juckt aber jetzt erstmal nicht. Und auch hier scheint eins zu sein. Alles klar. Gucken wir mal, ob wir es finden. Da ist es. Habe ich einen Gascha-Kern? Okay. Dann pflanzen wir das doch gleich mal da ein. Weil es ist nämlich so, je weiter die Felder entfernt sind und je schwieriger zu finden, desto besser ist wohl der Fund. Beziehungsweise halt das, was in der Nuss drin ist. Und es meinten Leute auch, es gibt mehr als nur ein Herzteil durch Nüsse. Oh, die Höhle noch. Die Höhle schauen wir uns noch an. Ach, so knapp dran vorbei, ne? Also wohl mindestens 2 Herzteile durch Nüsse. Und das müssten wir uns jetzt ja auch langsam mal vornehmen. Das Ding ist halt bloß, dass... Da kommen wir nicht rein. Toll. Das Ding ist halt nur, dass es rein auf Glück basiert. Ähnlich wie die Chose mit der Hexe. Ja, ist halt einfach so. Okay, lässt sich nicht ändern. Hauen wir hier noch ein paar Gegner um, das Treffen mit Martha wahrscheinlich zu machen, weil mit dem Ring, den ich gerade trage, kommt sie halt nach 15 statt 30 Gegnern. Das ist schon was. So, und der Brillensee, das habe ich vor der Folge noch nachgeguckt, weil ich jetzt halt nicht wollte, dass wir hier unendlich rumirren. Aber, ja, meine Idee, meine Intuition war richtig. Es ist tatsächlich dort, wo wir schon mal kurz vorbeigeguckt haben. Und soweit ich weiß, auch einen Gascha-Kern eingepflanzt haben. Also wer weiß, vielleicht kriegen wir ja jetzt das erste Herzteil. Durch einen Gascha-Kern. Irgendwo hier war das Feld, nicht wahr? Komm, krepier hier einfach, du Arsch. Ich muss echt langsam aufpassen, ich bin stark verletzt. Ja, da war's. Okay, drückt die Daumen, Leute. Dass das was wird. Weil ein Herzteil würde mich jetzt halt auch healen. Ah, nur ein Ring. Naja, besser als nichts, aber ich hätte mich halt schon sehr stark über ein Herzteil gefreut. Okay, was ist hier zu tun?
Ich glaube, wir müssen wieder... Ah, warte mal, hier ist so viel Wasser. Ja, ja, komm. Ich glaube, das sollten wir mal abfließen lassen, das Wasser. Irgendwas werden wir am Grunde des Sees finden. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich denke, es ist ein Portal nach Saprosia. Weil... ist ja auch ganz logisch. Diese blöden Felsen, die wir da sehen. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich Pflanzen sind und die wir vielleicht... Wir brauchen den Sommer. Siehst du, das bin ich für ein Trottel. Dass es Pflanzen sind, die man vielleicht nur im Herbst dann zerstören oder hochheben kann. Weil anders kann es ja nicht sein. So, und jetzt haben wir hier auf der linken Seite eigentlich dasselbe. Ah! Da ist das Saprosia-Portal. Okay, also so groß ist dieser Brillensee gar nicht. Aha, aber hier ist auf jeden Fall etwas Auffälliges. Könnte eine Höhle sein. Ja. Was haben wir denn hier, Schönes? Hm? Gucken wir mal. Boah, ich brauche echt dringend Herzen, Mann. Komm schon. Ich will den ersten Tod, solange es geht, hinauszögern. Ich muss sagen, dass ich mittlerweile glaube, dass ich es nicht mehr ohne Death schaffe. Das Spiel ist halt schon schwer. Aber vielleicht kriegen wir... Nein! Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwann mal einen tollen Ring. Das habe ich nämlich auch schon gelesen. Es soll ein paar Ringe geben, die einen regenerieren lassen und... Was soll das denn hier? So Regenerationsringe und sowas ist natürlich ganz toll. Wow, und das ist erst recht toll! Geil! Jetzt haben wir an einer ganz anderen Stelle ein Herzl gefunden, wie erwartet. Und das habe ich so bitter nötig. Guckt euch das an. Du, die ganzen Herzen werden aufgefüllt. Beste. Am klügsten ist es natürlich hier mit dem Schild vorbeizulaufen, aber es war mir jetzt zu aufwendig. Trotz der niedrigen Lebensanzeige. Alter. Ich traue mich schon was, ne? Beziehungsweise ich bin wahnsinnig. Ja, das freut mich ja jetzt ungemein. Das war gar nicht eingeplant. Geilomat. Dann ist ja jetzt alles gut. Okay, wir schauen uns die andere Seite an. Auch da können wir auf den Grund des Sees, aber wir kommen irgendwie nicht zu diesem Saprosia-Portal. Oder habe ich das übersehen? Vielleicht braucht man da ja gar nicht den Sommer. Warte mal, vielleicht reicht der Winter ja völlig aus. Vielleicht ist der Sommer ja nur dazu da, um an das Herzteil ranzukommen. Ich weiß gar nicht, habe ich jemals hier runtergeschaut? Nö, offensichtlich nicht. Ja gut. Felspilze, Petrifungus, nur Herbsternte. Ah, sieh an! Auch die Vermutung stimmt. Wir brauchen den Herbst, um hier diese seltsamen Felsen oder Pflanzen oder was auch immer es jetzt ist, beiseite zu räumen. Alright, dann gucken wir uns doch mal ganz genüsslich hier in Saprosia um. Müssen wir sowieso tun, wegen der Tauschquest. Und wir können doch jetzt eigentlich in der Theorie jedes Feld auf der Karte aufdecken, oder? Weil wir kriegen jetzt die letzte Jahreszeit. Göttlich, tadellos, prächtig, bemerkenswert, Schilder! Du hast bereits ein Schild zerstört. Wie konntest du nur? Hab ich? Ups, tut mir leid. Es war ein Versehen. Ich bin mit meinem Wagen dagegen gefahren. Ich habe meinen Führerschein erst seit kurzem. Also Link, nicht ich. Ne? Hat man ja gesehen mit seinem Eponator Zero. Kann doch nicht so gut umgehen, der Gute. Alter, wo soll ich denn lang gehen? Was ist denn das jetzt hier für ein Ort? Okay, wir sind auf der rechten Seite. Mhm. Und beim Tempel der Jahreszeiten müssen wir nach oben rechts. Okay. So, und da oben links ist das einzige Gebiet, das wir uns noch nicht richtig angeguckt haben. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass wir... Moment, hier waren wir ja schon, oder? Nee, doch nicht. Dass wir da, glaube ich, noch nicht springen konnten. Da waren ja so ein paar Abgründe. Irgendwas war doch da, ne? Und ein Schatz soll da sein. Genau. Das müssten wir uns vielleicht auch mal genauer angucken. Ich glaube, ich gehe erstmal nach unten, ey. Weil das... Das führt ja mehr oder weniger wieder zu dem bekannten Gebiet zurück. Ich glaube nicht, dass wir da finden, was wir suchen. Aber was suchen wir überhaupt? Das ist ja das Ding. Ich weiß das halt nicht. Oder können wir direkt zum Tempel gehen, ohne irgendwelche Faxen? Nee. Kann auch nicht sein. Jedes Mal, als wir hierher gekommen sind nach Saprosia, war ein Auftrag notwendig. Wie beispielsweise Rosas Schleife und sowas. Okay, da ist irgendwas, eine Krone. Hä?
Du erhältst eine Donnerblume. Behandle sie mit großer Vorsicht. Was zum... Warum liegt hier eine Donnerblume rum? Vor allem, wofür brauche ich die zum Geier? Donnerblumen sind eigentlich nichts anderes als Bomben. Verwenden die Goronen sehr gerne. Und die Entwickler, wenn sie den Spieler Bomben verwenden lassen wollen, ohne die Bomben richtig einzuführen. Es gibt sehr häufig, dass man die Bomben erst in Dungeons erhält, beispielsweise in The Wind Waker, aber davor schon mit Donnerblumen rumhantieren musste. Okay, scheint hier genauso zu sein. Wer braucht denn die? Was soll ich denn damit machen? Da oben sind halt auch noch ein paar Felder, die wir auskundschaften sollten, ne? Also ich sag mal so, wir decken jetzt am besten erstmal alles auf. Ach, hier geht's sowieso rüber in diesen Schatzwald, oder? Was ist das hier eigentlich? Ich dachte, das wäre ein Schild, aber nein, es ist nicht. Moment, wir könnten darüber kommen. Und zwar indem wir den Felsen entfernen und dann mit Pegasus-Kernen drüber rennen. Das sollte eigentlich funktionieren. Es sind ja nur zwei Felder. Link sollte soweit springen können. Ja, man muss halt noch die Feder ausrüsten, ne? Nur so. Das habe ich jetzt vergessen. Tut mir leid. Okay, jetzt sind wir aber trotzdem nur hier in diesem Gebiet. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Einrichtung übersehen, weil da war ja auch die Rede von irgendeiner Schmiede. Ja, ich gucke mir das gleich nochmal an. Ist nicht so schlimm, weil wir wollten ja sowieso den Wald erkunden und den Schatz bergen. Außerdem muss ich ja noch Erz farmen, weil mir schließlich gesagt wurde, dass wir uns den Shop nochmal anschauen sollen. Der bekommt wohl regelmäßig Updates. Und da wird wohl wieder irgendwas sein. Aber das mache ich natürlich off-cam, das Farmen, ne? Ist klar. Lavasuppe ist so lecker. Ein Schlückchen heilt jede Erkältung. Ich glaube, hier waren wir noch nie drin. Ich würde dir nur zu gerne ein feines, delikates Süppchen anbieten, aber ich habe nicht mal einen ordentlichen Eisenkit. Oh, du bist die Tauschperson! Ja, nice! Das trifft sich ja gut. Hey! Ein Kessel! Genauso einen brauche ich. Der Kessel ist ideal zur Zubereitung von Lavasuppe. Gib ihn mir. Yes! Fein, lass mich mal. Sekunde. Was macht er da? Ding klong, blum. Voila, das Eisen gibt der Lava eine besondere Würze. Oh, okay. Deine Lavasuppe ist glühend heiß. Oh yes, oh yes. Lavasuppe kann doch eigentlich nur zu Goronen passen. Ja stimmt, den war doch saukalt. Ich glaube, wir gucken demnächst mal bei den Goronen vorbei. Du kannst Erzbrocken in der Nähe finden. Dies ist meine geheime Stelle, also verrate es nicht weiter. In der Nähe? Wo genau? Ich weiß, ich habe gesagt, ich farme aus Offcam, aber... Dem will ich jetzt nachgehen. Ja, doch. Also, man kann sich nicht beschweren. Wow, da war ein Goldener. Der hat irgendwie übelst viel gegeben. Krass. Vielleicht lässt sich das sogar wieder resetten. Dann wäre das die perfekte Farmingstelle. Seitdem dieser Tempel herunterkam, ist der Lavapegel gesunken. Bald haben wir nichts mehr zu essen. Wie? Also ihr esst die Lava oder was? Wow, okay. Vermutlich deswegen auch Lavasuppe. Ein Gasherkern! Ja, nice. Gegen den geschenkten Gasherkern habe ich nichts. Tipptopp. Aber ob das schon der große Schatz war, von dem hier die Rede war? Ich glaube nicht. Ja, aber wir decken jetzt mal die Karte auf. Wobei, was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Dungeon. Ja gut, ich schließe es nicht aus, dass es hier auch noch einen Dungeon gibt. Weil hier um die Ecke war ja auch nochmal so ein Teleporterfeld. Ein fünftes. Das könnte damit zusammenhängen. Ja, hier ist auch noch so eine verschlossene Tür, siehst du? Okay, da kommt dann wohl doch noch was. Also es ist nicht so, als dass jetzt Zaprosia irgendwie abgeschrieben wäre. Habe ich kurzzeitig gedacht. Und da waren wir auch noch nie. Also siehst du, da kommt wohl noch genug. Okay. Ja, gut. Aber wir haben zumindest mal die Karte schon mal aufgedeckt. Das ist ja nicht verkehrt. Trotzdem, wo ist denn dieser Wald, wo die Schatztruhe war?
nicht blöd? Wir haben doch irgendwo so eine Schatztruhe gesehen. Sag mal, wo war das denn? Ich such's mal eben. Wobei, warte mal. Wir waren hier auch noch nie drin. Hier muss was sein. Oder auch nicht. Ich habe hier alles umgegraben und nichts gefunden. Mist. Übrigens, ich hätte von Anfang an diesen verdammten neuen Ring aktivieren müssen. Habe ich jetzt gemacht. Aber vorhin bei dem goldenen Erz hätten wir halt dann noch viel mehr bekommen können, ne? Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ja, aber ich vergesse auch immer, dass man den Scheiß immer separat nochmal aktivieren muss. Das ist voll blöd. So, wir sind am Baden. Da will ich sie mal nicht stören. Ja, okay. Ich würde sagen, wir versuchen mal diese Schmelze aufzusuchen. Da war doch irgendwo so ein Schild. Vermutlich müssen wir die Donnerblume dahin bringen. Oder halt direkt zum Tempel. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir was raus, wenn wir mal da nach oben rechts hinschauen. Je nachdem, welches Hindernis da ist, können wir es dann vielleicht ausschließen. Lass mal sehen. Jetzt kommt immer ein Brocken vor. Steinmauer. Das ist ja eine Donnerblume. Danke, also geht in Deckung. Ja, das war's schon. Sieht so aus. Hä, aber wie lächerlich ist das? Die Bomben müssten doch eigentlich auch ausreichen, um den Scheiß da zu beseitigen, oder? Prima, dank dir haben wir lauter Erzbrocken. Wenn du jemals geschmolzenes Erz brauchst, dann komm zu den Hochöfen. Geschmolzenes Erz. Okay, das merke ich mir. Werden wir bestimmt irgendwann mal brauchen. Und wenn es nur für die Tauschquest ist. Also das war dann letztlich ja sogar einfacher als gedacht. Einfach nur die Donnerblumen vom Vulkan holen und dann hierher kommen. Fertig. Ich dachte, es wäre komplizierter, aber nein. Ich bin der Geist des Herbstes. Es ist nun an mir. Man sagt, der Herbst wäre düster. Doch nein, bunte Blätter sammeln sich in Gräben und Pilze sind reif, um gepflückt zu werden. Es heißt, wenn Hyrule von Schatten bedeckt ist, wird ein Held erscheinen. Bist du dieser Held? Dann gewähre ich dir die Kraft des Herbstes. Dem Stab der Jahreszeiten wurden die Winde des Herbstes verliehen. Erklettere einen Baumstumpf, um den nächsten Herbst herbeizurufen. Der Stab verfügt nun über die Kräfte der vier Jahreszeiten. Damit ist unsere Hilfe erschöpft. O tapferer Jüngling, Dien sowie ganz Holodrum zählen auf dich. Das weiß ich doch. Und deswegen kümmere ich mich auch um den ganzen Shit hier. Ist doch kein Thema. So, jetzt werde ich aber für das Ende des Parts noch ein paar Erze farmen und wir sehen uns dann gleich beim Shop. So, da wären wir. Richtig Bock hatte ich jetzt nicht, das Zeug zu farmen, deswegen habe ich auch nur in Anführungsstrichen 352. Das Einzige, was neu ist, ist das hier. Was zum Teufel ist das denn, bitte? Es glänzt und Mitgliedskarte steht drauf. Keine Ahnung. Geht mir dafür 5 Erze... 5? Ja, wofür habe ich ihn jetzt die ganze Zeit gefarmt? Nein! Was? Mitgliedskarte des Dorfshops? In Horondorf oder was? Willkommen, bringen Sie mir etwas, das Sie kaufen möchten. Pardon, mein Herr. Oh, eine Mitgliedskarte. Sie sind Mitglied. Ich bitte um Verzeihung. Bitte gehen Sie nach hinten durch. Aha, also doch für den Horondorf-Shop, dachte ich mir doch, weil hier war schon immer dieser seltsame Eingang. Und jetzt kommen wir da endlich hin. Okay, ein geheimer Shop. Gascha-Kerne für 300 Rubine. Boah, ist mir ein bisschen zu teuer. Was ist das hier? Größere Rubintasche oder was? Dieser Beutel fasst viele Kerne. Er kostet 300 Rubine. Ist das jetzt, um die Kerntasche zu erweitern, oder füllt man damit einfach die verschiedenen Fächer auf? Weil ich verstehe das jetzt ehrlich gesagt so, dass das einfach nur mein Inventar auffüllt, aber keine Erweiterung darstellt. Ich kaufe das deshalb jetzt erstmal nicht und warte auf das, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Das hier, diese Karte, scheint aber was Besonderes zu sein. Die nehmen wir mit. Eine Schatzkarte. Vielleicht nützt sie in den legendären Ruinen, ne? Nur 200 Rubine. Kaufen wir es einfach mal.
Sehen Sie auf die Karte. Blinkende Punkte verweisen auf Schätze. Drücke Select, um dir die Schätze anzeigen zu lassen. Oha. Okay. Vor allem ein Schatz ist ja direkt um die Ecke. Ungefähr da, wo wir unser Holzschwert gefunden haben. Wollen wir uns das vielleicht noch näher ansehen, bevor wir den Part beenden? Ich glaube, das wäre doch was, hä? Ja, mich juckt's jetzt auch einfach in den Fingern. Ich will's wissen, was ist da? Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich im Wasser. Weil es war auch ein unbekanntes Gebiet und ich erinnere mich hier am Strand. Da gab es doch so einen Steg. Genau, der hier nämlich. Aber ob ich da hinkomme? Doch, mit der Schleuder. Mit der Schleuder? Wo ist sie? Da ist sie. Und Feuerkerne. Das müsste doch gehen, weil das ist eine Fackel hier. Was? Ein Fragezeichen. Hier ruht die schwarze Bestie. Schwarze Bestie? Ja, toll. Und jetzt? Graben? Was? Das war's? Alter! Ich habe jetzt knapp 10 Minuten herumgerätselt, was zum Teufel ich hier tun soll. Und ich musste diese komischen grünen Kerne da drauf schleudern. Wieso das denn? Oh Mann, ich habe wirklich alles schon probiert, ne? Lol. Du erhältst den X-Juwel. Hat! Achso, ich glaube, das ist für diese eine Mauer, wo wir wo wir irgendwas einsetzen können. Und ich glaube, das müssen diese Juwelen sein. Haben wir nicht sogar schon mal einen gefunden? Der könnte da ja auch reinpassen. Ja, tatsächlich, das ist ein quadratischer. Das könnte sein. Demnach gibt es noch 2 weitere Juwelen. Sind die alle auf der Karte vermerkt? Also gibt es diese Karte deshalb? Womöglich, ja. Okay. Ja. Jetzt werden wir aber in der nächsten Folge erstmal weitermachen mit dem 5. Dungeon, Leute. Beim Brillensee. Also, wenn ihr darauf Bock habt, hinterlasst einen Like. Wenn nicht, schreibt einen Hater-Kommentar. Aber in jedem Fall, bis zur nächsten Folge und ciao.